Der Verein Kiwotsi feierte in der Fellmeier-Scheune sein 30-jähriges Bestehen. Viele waren gekommen zu dem Familienfest für Jung und Alt. Jahre bei Kiwotsi. Da kann man sicher einiges erzählen. Was tut denn Kiwotsi? Wofür steht es denn? Kiwotsi steht für Pädagogik, die nachhaltig ist. Das heißt, die versucht, pädagogische, therapeutische und psychologische Ansätze zu kombinieren und für Kinder und Jugendliche, die uns von den Jugendwohlfahrtsabteilungen übertragen werden, dienstbar zu machen. Ab welchem Alter habt ihr diese Kinder in eurer Obhut? Ab dem 6., 7. Lebensjahr, ab der Schulpflicht bis zur Volljährigkeit und manchmal darüber hinaus, wenn sich die Jugendlichen noch in Lehren befinden oder wenn sie eine weiterführende Schule besuchen, dann können sie auch länger bei uns in Betreuung bleiben, sprich bis circa 21. Was ist denn in diesen 30 Jahren alles geschehen? Ursprünglich waren wir 4 Leute, also die Mucki, Angela, Therese und ich, wir waren 4 junge Sozialarbeiter. Und wir haben das damals gegründet oder so. Ja. Und das war natürlich ein ziemliches Abenteuer. Die ganze Zeit denke ich mal an die kleine Anekdote, die eigentlich so passiert ist, dass wir, also, was natürlich so ist, dass man eine Heimkontrolle hat. Also wir haben das angesucht, dass wir praktisch eine Wohngemeinschaft führen können. Also ein Heim offiziell, ein kleines. Und da ist damals die Heimkontrolle von Niederösterreich gekommen und wir waren relativ locker. Die eine Kollegin hat damals im Dirndl erschienen, ja, und wir waren so 25, 26 Jahre und das war so eine ältere Dame und die hat uns auch gefragt, ob unseren Eltern das recht ist, was wir da machen. Also es war recht witzig am Anfang, ja. Ja, und dann ist es halt, was eigentlich, ab da war es eigentlich ein Abenteuer, ja. Also wie heute bei einer Wanderung auch, halt, da passieren viele sehr schöne Dinge, sehr viel schwierige, finanziell war es immer eine knappe Geschichte. Aber das Tolle war halt auch, damals war der Ansatz halt der Selbstverwaltung, das heißt, alle dürfen mitbestimmen. Es war zwar ein, zwei Leute immer verantwortlich, also Obmann und so weiter, aber im Prinzip haben alle das selbst immer entschieden, was wir machen. Das war manchmal ein bisschen kompliziert, ja, aber im Prinzip war doch die Arbeitszufriedenheit dadurch doch relativ groß. Das Kiwotsi hat Geburtstag und ich glaube, sie haben ein kleines Geschenk mitgebracht. Genau, wir haben heute das Geschenk mitgebracht, nämlich eine Torte für 30 Jahre Kiwotsi. Und wir haben auch hier die Fellmeier Scheune zur Verfügung gestellt, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass in diesem schönen Rahmen auch in der Fellmeier Scheune gefeiert werden kann. Das heißt, eine wichtige Einrichtung auch für die Stadt Schwechat? Auf jeden Fall, eine ganz wichtige Einrichtung. Es ist so, dass das Kiwotsi aus mehreren Bereichen besteht. Also es gibt in Wien eine Wohngemeinschaft, eine WG. Es gibt eine Beratungsstelle, die vor über 8 Jahren gegründet worden ist in der Schlossstraße und hinten eben der stationäre Bereich am Zirkelweg. Gibt es jetzt hier einen Ansatz, wo man sagt, die Situation der Jugendlichen hat sich grundlegend verbessert oder kann man sagen, es ist gleich geblieben? Was gibt es für Veränderungen? Ich würde sagen, dass heutzutage genauer hingeschaut wird und deshalb sind die Auffälligkeiten und Belastungen der jungen Menschen viel größer als früher. Sie scheinen größer. Ich glaube nicht, dass sie größer sind, aber sie scheinen größer, weil genauer hingeschaut wird und weil früher auch Maßnahmen gesetzt werden. Macht einen das stolz, wenn man nach 30 Jahren sein Gründungswerk immer noch am Leben findet? Ja, also Stolz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist so ein zufriedenes Gefühl, dass man damals eigentlich was mitinitiiert hat und dass es heute noch lebt. Also das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Was kann man sich wünschen, wenn man hier 30 Jahre Geburtstag feiert? Ja, dass weiterhin genügend Geld für sozialpädagogische, sozialtherapeutische Maßnahmen zur Verfügung steht, denn die Personalkosten sind sehr hoch und um schwierige Kinder und Jugendliche betreuen zu können, bedarf es auch genügend Personals, das Geld kostet. Und dieses Personal ist notwendig, um die Arbeit zu leisten. Es sind ja heute extrem viele Leute gekommen. Würden Sie sagen, es ist eine große Familie hier? Ja, im gewissen Sinn schon. Es sind viele Ex-Jugendliche hier, es sind Jugendliche, die gegenwärtig betreut werden und es sind auch wirklich Familienmitglieder, zum Beispiel meine Kinder sitzen hier links vorne am Tisch, also ja, kann man so sagen. Ja, ich kann sein.